Ja, herzlich willkommen in Folge Nummer 10. Wollen wir unser Spiel laden? So, da sind wir. Wir wollten übers Wasser gehen. Nein, nicht gehen wie Jesus, sondern einfach unser Schifflein bauen und dann geht's los. Wir fangen hier an, weil wir da ja unser Hafen anlegen wollten, haben wir gesagt. Den Frachthafen machen wir immer hier hin. Den bauen wir da hin und dann brauchen wir ein Schiffsdepot. Das können wir hier so schön hinmachen. Und dann brauchen wir noch einen Hafen auf der anderen Seite und das war ja Osnabrück. Dann machen wir auch einen Frachthafen hin. Und das wollten wir hier so hin machen. Und das passt dann auch. Dann brauchen wir eine Straße von unserem Nutzwald zur Papierfabrik. Die wollen wir mal gerade bauen. Dann nehmen wir hier die 60er Straße, wie gehabt. Und fahren hier los. Nach da runter. Das sieht gut aus. Dann brauchen wir zwei Frachthöfe. Einmal da und einmal da. Dann müssen wir die Straße hier unten noch verlängern bis nach Dortmund. Würde ich mal sagen, so hier. Ja. Oh, nicht verbunden. Was wollen wir machen? Jetzt passt's. So, dann können wir sofort in Münster, das glaube ich. Ne? Ja, in Münster steht unser Depot. Das brauchen wir gerade jetzt erst nicht. Das machen wir dazu. Dann gehen wir nach Münster ins Depot, holen uns da einen LKW für Langholz, Holztransporter. Und da hängen wir natürlich noch einen Anhänger hinter. Und dann schicken wir den vom Nutzwald zur Papierfabrik. Und beim Nutzwald 100% laden und dann bringt er das da rüber, neue Linie. Dann machen wir einen LKW Holz. Gut, und dann kann der starten. Findet keinen Weg. Ja, weil hier keine Verbindung ist, sehe ich schon gerade. Müssen wir gerade die Straße noch verbinden. So, jetzt passt's. Gestartet. Ja, gut, dann fährt er dahin. Die produzieren natürlich dort das Papier und dann brauchen wir einen Papier-LKW, der zur Druckerei fährt und dafür müssen wir wieder eine Straße noch bauen und die sollte hier vom Hafen ja, so sieht's gut aus, zum Hafen gehen, dort wieder einen Frachthof bauen. Umschlagen auf Schiff und da brauchen wir dann auch einen LKW und zwar einen Papiertransporter. Wo ist denn jetzt gerade der Dingens unterwegs? Den lass uns mal schnell anklicken, damit wir den auch sehen. Da brauchen wir einen LKW, einen Papier-LKW, hier Papiertransporter mit Anhänger. Haben wir auch. Da brauchen wir dann auch einen Fahrplan. War von der Papierfabrik hier da oben, ein kleiner Fehler daneben und der fährt dann hier rüber zum Hafen und da müssen wir das LKW Papier nennen wir die Linie, ja, das ist eine neue Linie, haben wir jetzt nicht angeklickt. LKW Papier. Gut. Und dann fährt er auf dieser Linie. Da kommt er schon. Gucken wir, dass wir den auch gleich haben. So. Das heißt, das Papier wird hier bis zum Hafen gebracht. Dann müssen wir jetzt zum Depot und dort ein Schiff
chartern. Und das bringt dann das Papier von der einen Seite zur anderen Seite am Meer. Schiffe, Papierfabrik, Papierfrachter. Gut. Fahrplan. Und zwar von hier. Ja. So, Osnabrück, Nordwestsiedlung. Da laden wir auch 100% rüber nach Dresden. Jetzt bewegt sich natürlich nichts. Gut, jetzt geht's. Ja, ich arbeite, spiele ja mit den Pfeiltasten. Warum bleibt er jetzt wieder hängen und macht nichts? Ja, komme ich nicht weiter, wenn das Fenster offen ist. Dann müssen wir hier hin. Und das ist Dresden Süd. Das ist eine neue Linie. Und das ist die MS Franziska. Nein, die MS Papier. Motorschiff für MS steht da. Und dann machen wir das Ding. Und dann starten wir das Schiff auch. Verlässt das Depot. Legen wir mal dahin. Schließen. So, dann müssen wir hier noch eine Straße anbinden. Das kann auch zu. Brauchen wir noch eine Straße. Und unserem Hafen nach Dresden. Und da brauchen wir auch einen Frachthof. Nein. Und dann an der Druckerei brauchen wir natürlich auch einen Frachthof. Dann müssen wir noch ein Stück Straße aufbauen. Frachthof dahin. Gut, und dann müssen wir da einen LKW schicken, der das Papier vom Hafen. Ja, da können wir den jetzt losschicken, bis das Schiff darüber ist und so. Dann schaffen wir das schon aus Köln. Brauchen wir jetzt hier einen LKW für Papiertransport mit Anhänger. Man kann natürlich viel schneller, indem man das hier so macht. Ja. Dann müssen wir den LKW einen neuen Fahrplan zuweisen und der geht von hier da in Dresden. Soll er 100% laden. Das ist wieder eine neue Linie. Und das ist ein LKW. Papier hatten wir eigentlich schon, aber. Ja. Machen wir hier Land. Oder? Ja, machen wir Land, egal. Gut, das passt, den starten wir und der sollte auch fahren. Mann. Und da haben wir. So, jetzt wollen wir mal schauen, wo ist das Langholz, gehen wir da mal wieder rüber. Hier aus mit Produktion. Papier ist vorhanden. 9 Tonnen Papier, ne, 9 Rollen sind das. Und der LKW hier, wo ist der? Papiertransporter. Der fährt unverrichteter Dinge hin. Nehmen wir gerade noch meinen Fahrplan und wechseln das. Ein bisschen schneller.
Jetzt hat er auch 16 Rollern geladen. Die bringt er jetzt zum Hafen. Das ist da jetzt natürlich noch nichts. Wollen wir mal hoffen, dass es da auch abgeladen wird. Ist der Bus gerade gewesen, da kommt das Papier und lädt er das da auch ab. Ja, er hat das da abgeladen. Und gleichzeitig ist es natürlich auf dem Schiff drauf. Hier sieht man das. Das dauert jetzt eine ganze Weile, bis das Schiff natürlich fährt, aber das ist auch sinnvoll, sonst wird uns das nur einen Haufen Moos kosten, dass das da über dem Meer hin und her schippert, ohne dass wir da eine Mark dran verdienen. Ja, was ist hier? Okay, der Papier fährt schon wieder, das Langholz wird darüber gekarrt. Jetzt müssen wir mal hier gerade gucken, wie das hier mit der Produktion aussieht. Papier 127, da können wir gleich noch einen zweiten LKW anschmeißen für die Papierrollen. Wenn nicht sogar noch einen dritten. Fahrplan. Papier, LKW, Papier. Und da und starten. Das war nix. Ja, wo ist er? Da ist er. Jetzt nochmal schneller laufen lassen. So, da fährt das Papier wieder. Wo ist die erste LKW-Papier? Der ist hier. Ja, der fährt natürlich gerade minus ein. Schauen, wenn er am Hafen ist, wie es dann aussieht. Jetzt ist er wohl gerade bei Osnabrück. Er hat abgeladen und fährt minus ein. Die ganze Zeit fährt er minus ein. Die Strecke ist zu weit. Ja, aber wollen wir mal gucken, dass sich das vielleicht in der Gesamt... Hier der Holz-LKW, der macht zum Beispiel Plus. Dann müssen wir gucken, dass die ganze Kette nachher vielleicht Plus macht. Ne? Der zweite Papiertransporter fährt da. Müssen wir beobachten, wie es aussieht. Schauen wir mal. Das Schiff ist jetzt gerade mal halb voll. Papier-LKW fährt. Das machen wir mal zu. Die Papierfabrik hat Papier ohne Ende. Der wird gleich nicht mehr liefern, weil die Papierfabrik voll läuft. Ja, müssen wir mal schauen, wie wir das machen. LKW mit Papier dahin. Macht wahrscheinlich Sinn. Und dann müssen wir wahrscheinlich am Hafen ein größeres Lager haben, damit wir während das Schiff unterwegs ist zwischenlagern können. 96, 16 dazu sind ja, nicht ganz 100. 12 sind es dann, ne? Das reicht also nicht ganz. Bis das Schiff losfährt. Ja, wer kommt an? Wer kommt an als nächstes? Jetzt hat er abgeliefert. Das Schiff ist voll und fährt. Wollen wir mal gucken, wo es ist. Da fährt's. Wir haben eben schon 5.400 bezahlen müssen, damit es dahin fährt. Gucken wir mal, wie teuer der Spaß jetzt wird. Wird hier natürlich gebracht ohne Ende. Ne? Das bringt richtig Geld. Ah, das Schiff, das rentiert sich nicht. Ob das insgesamt was wird, ist dann noch eine Frage. Aber okay, man kann nicht immer Profit machen. Vielleicht wird es dann am Ende an der Druckerei, an der Buchhandlung oder so noch richtig gut Geld geben. Müssen wir mal schauen. LKW sind noch beide unterwegs. Das heißt, das Schiff ist schnell genug da, ohne dass hier der Hafen voll läuft. Das ist doch gut so. Ja. Okay. Das müssen wir beim nächsten Mal uns noch weiter angucken, wie das ist. Dann bauen wir auch noch da weitere Wege bei der Druckerei. Dass wir da gucken, was die noch brauchen. Die müssten ja noch irgendwie Druckfarbe haben, damit sie drucken können. Und das müssen wir dann noch weiter ausbauen. Das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Speichern wir diese Folge erstmal ab.
Das war die Nummer 10. Und ich bedanke mich recht herzlich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid, und würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Okay, bis dann. Ciao.